So Leute, hier und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Heute Leute, heute bleibe ich mal wahrscheinlich zu Hause, beziehungsweise heute bleibe ich mal hier. Ein bisschen so chillen und so, wisst ihr. Dann nachher nochmal rausgehen und ein bisschen dann nochmal vloggen, ein bisschen so, wisst ihr. Ich finde es chillig, so die Musik gestern im Hintergrund und nebenbei so ein bisschen rumlaufen und ein bisschen die Eiche über mir lassen hier mit. Ja, einfach nur die Natur, Digga, einfach nur. Ist einfach dann raus, wisst ihr. Natürlich ist es nicht ganz Natur, weil immer so zwischendurch ein paar Autos sind. Also nur ein Auto kam ja gestern, aber nicht immer. Und natürlich auch ab und zu. So sind ja auch Häuser und so überall, Leute. Und ja, also, ich hoffe mal, der Wind stört nicht. Also, ich hoffe mal, da kommt überhaupt kein Wind rein. Beziehungsweise an den Mikrofon ran, damit es ein paar Störgeräusche machen. Und ansonsten, Leute, wir sehen uns wahrscheinlich dann gleich nochmal. Keine Ahnung wo oder wie. Vielleicht komme ich dann noch doch mit zum polnischen Ostsee, weil gestern habe ich heute das gar nicht gefilmt, das tut mir auf jeden Fall leid. Ich auf jeden Fall morgen das dann alles filmen. Oder nachher mal gucken. Wegen der polnischen Ostsee. Und irgendwann wollen wir dann sowieso mal zum Museum gehen. Ein paar Panzer angucken und halt allgemein alles von früher. Also bis gleich. Übrigens, Grüße gehen an Dexy Plays und GTA Gamer raus. Moin Leute, ich grüße euch mal wieder. Ich war ja gerade in der polnischen Ostsee, ganz echt vergessen, Leute. Es ist abnormal voll und wirklich, Leute. Darum bin ich jetzt wieder zu Hause, hab schon mein Darm wieder, hat schon ein Monster auf entspannt getrunken. Gleich gehe ich nochmal richtig raus, ein bisschen noch wieder weiter filmen, boah, Leute. Aber ich will mal wieder, ich will mal da in den Wald gehen. Oder halt andere Seite in den Wald. Und, ja, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis gleich und, ja. So, Leute, ich bin wieder da. Hab mir auf Gelegenheitsentspannung mal hier. Monster dann nochmal gegönnt. Und jetzt würde ich sagen, wie schon gesagt, gehe ich erstmal in den Wald. Und ich weiß es nicht, wollen wir da hingehen, wo wir mit Carsten und so. Lassen wir einfach da. Surreal, wir sind noch. Ach, vielleicht sehen wir nochmal die Hunde, die poppen. Leute, da habt ihr dann auch was zu sehen. Ist auf jeden Fall wunderschön, wie die Hunde dort poppen. Leute, hier ist übrigens das Foto von Instagram entstanden. Hier habe ich einfach mal so ein Foto gemacht. Boah, diese Dreckswespen, Alter. Wenn ich könnte, da würde ich einfach die abknallen. Einfach so, einfach ohne irgendwas zu machen. Dann grillen wir übrigens auch dann nochmal gleich. Da hinten mähen sie. Wunderschön. Hier ist übrigens auch noch Urlaub und so von anderen Leuten. Und ja, ich will das auf jeden Fall wieder auf mindestens 5 Minuten strecken. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal, Leute. Bis ich da vorne bin. Also wunderschön. Die erledigen dort einfach auf entspannt die. Guck mal, sowas ist wieder ein chilliger Job, Leute. Aber ich weiß nicht, ob es gut bezahlt ist, Leute. Das ist wieder so ein Ding. Das weiß man halt nicht. Wenn das Auto kommt, bin ich gleich wieder da, Leute. Wie seht ihr denn? Aber Leute, wirklich. Stell ich mal kurz in den Schatten. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist so chillig. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich den ja seit filme. Ich finde, er will auch einfach nur seine entspannte Arbeit erledigen. Das ist irgendwie gerade nervös, dass ich die ganze Zeit. Aha. Die Hunde wieder rumpoppen. Ich will es jetzt unbedingt nicht filmen, weil es ja quasi auch was Privates von den Hunden. Stopp! Ja, das hast du schon gesagt, ich filme die jetzt hier nicht.
habt ihr gestern gesehen. Würde ich sagen, dann gehen wir mal hier rein. Gehen wir hier rein? Oh doch! Leute, das ist übrigens wieder die Fahne. Und ihr seht auf jeden Fall was Besseres. Also ihr seht auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, ich werde übrigens von... Ich weiß nicht, ob ihr Wrong Turn kennt. Das ist auf jeden Fall auch was Brutales. Du kannst ja da bleiben. Ich bin einfach gleich wieder da. Also, willst du da bleiben oder kommst du mit? Ja, weil es ist... Es gibt hier was zu schön, Geiles zu sehen. In ungefähr, naja, gleich. Ich möchte nochmal schnell da vorhin gehen. Also nicht weit, okay? Die Hunde passen auf dich auf, okay? Ja? Alle Dude, Mensch. Ach Leute, das ist einfach nur wunderschön. Wisst ihr? Ich kann mich ja gleich nochmal zeigen. Und dann läuft das hier. So. Ja, also wunderschön hier mit dem Monster. Und Mensch, Leute, also ein Kollege von mir, Grüße gehen, wie ich schon gesagt, wieder aus raus von Dixieplays. Grüße ihn raus an Dixieplays, mein. Und wie schon gesagt, immer an GTA Player. Und Leute, im letzten Video habe ich ja so ein Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also das hat sich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er sich viel Mühe gegeben hat, aber gönnt ihm mal einfach mal ein Like oder so, keine Ahnung, zu dem Ben habe ich da was verlinkt. Und ja, Leute, Leute, hier bin ich. Einfach mal entspannt. Wunderschön. Einfach nur, das ist einfach nur wunderschön, Leute. Ich meine, na gut, ich muss ja gleich nochmal gucken wegen Zecken und so, weil man weiß ja nie, was hier ist. Und ja, also ich wünsche auf jeden Fall euch gleich dann nochmal einen schönen Tag, weil ich werde, glaube ich, gleich dann nochmal den Dings beenden dann. Wie schon gesagt, wir grillen ja dann gleich nochmal. Beziehungsweise wenn wir dann nach Hause kommen, dann würden sie dann auch dann gleich auch anfangen zu grillen. Ansonsten hier nochmal ein kleiner Ausblick. Hier, Leute, bin ich gerade alleine, meine Cousine ist da vorne. Ich spüre die ganze Zeit irgendwelche Fliegen, die mich gerade misshandeln wollen. Wunderschön. Ja, also. Hier ist leider, also hier ist auch Auschwitz in der Nähe. Was laber ich in der Nähe? 7 Stunden entfernt, Leute. Also ich glaube, das wird nichts. Ich hätte so liebend gerne noch gefilmt, weil das ist auch schon interessant so. Ja, was alles so Brutales passiert ist in Auschwitz, wo die Juden alle vergast worden und hingerichtet worden und sonstige brutale Dinge, was der böse Hitler gemacht hat. ja, ansonsten könnt ihr euch nochmal diesen Truck da hinten, er gönnt sich richtig, aber wirklich Leute, die Leute hier in Polen, die sind so korrekt, die sind so leise und was weiß ich, es ist einfach unbeschreibbar. Also Leute, ich habe gerade Zähne im Kopf, da, wenn so ein Kannibale auf mich kommt, so hergedingst, wie ist das, hergesprintet, aber wie in den Filmen, das ist einfach wunderschön brutal. Wie schon gesagt, Leute, die Leute sind hier korrekt, die sind lieb, die sind ruhig. Also natürlich ist es ein bisschen scheiße, dass wir genau da wohnen, wo es, also natürlich ist es ruhig, also ich liebe es dort hier, ja, aber das Problem ist, es ist halt zu weit entfernt von sonstigen Dingen. Stadt zum Beispiel, das ist hier... Keine Ahnung, wie weit entfernt. Aber ja, was soll man halt machen? Ist auf jeden Fall entspannt. Ihr seht es ja schon, habt es ja in den letzten Vlogs gesehen, wie es bei mir aussieht. Ist auf jeden Fall chillig. Und ja, also. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Und ja, hey, morgen will ich glaube, also entweder morgen wandern wir ein bisschen. Also ich, mein Onkel, mein Vater, meine Cousine und so, wir wandern ein bisschen. Oder, ja, keine Ahnung. Und danach halt müssen die, also ist ja mein Vater und mein Onkel und so, sind dann halt irgendwie bei so einem Museum, Panzer, Schiff und sonstige Dinge. Und da bin ich und meine Cousine erstmal auf entspannt mit unserem Hund alleine da. Und da wird auf jeden Fall nochmal ein Vlog kommen.
Und ansonsten, wir sehen uns. Bis morgen, haut rein. Ciao.